Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Enderdom zu einem neuen Part Pokémon, die gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Ja, da haben wir tatsächlich hier im letzten Part bei der Top 4 geendet, weil wir nicht mehr weiterkamen. Und wie ich schon im letzten Part, am Ende des letzten Parts versprochen habe, heute zeige ich euch mal, oder ich versuche euch mal zu zeigen, einen kleinen Glitch hier, den sogenannten, ich glaube, ich weiß es immer noch nicht, ich habe es mir immer noch nicht ganz gemerkt, den 0 Stunden Top 4, irgendwie so ähnlich hieß der, 0 Stunden Top 4 Glitch. Ja, dazu muss ich erstmal den Spielstand löschen. Traurig, aber wahr, da müssen wir jetzt erstmal oben select. Nein, Moment, ich muss zurück. Moment. Oben select und B. Und dann muss ich erstmal alle Spielstände löschen. Jo. Dann wird das Ganze hier resettet. Ist gelöscht. Vorbei mit Top 4, vorbei mit allem drum dran. Beginnt das Spiel von vorne. Jo. Und auf geht's. In ein neues Abenteuer. Neues Spiel. Nein, das wird kein neuer Part 1. So, für den Glitch muss man nämlich ganz von vorne anfangen und da muss man nämlich hier, da überspringen wir jetzt mal den Dialog. Da muss man nämlich hier bei der Namensauswahl, die uns gleich hier abgefragt wird, da ist es ganz wichtig für den Glitch, den Namen Ash zu nehmen, also dass der Charakter Ash heißt. Der fragt dich nach deinem Namen und du musst Ash nehmen, also ich heiße Ash. Richtig, der Name ist Ash, ja, und ist der Kollege hier, der Rivale, ein Enkel, den müssen wir Blau nennen, wenn ich mich richtig daran erinnere. Der muss Blau heißen. Ja, ich bin mir gar nicht mehr ganz so sicher, ob das jetzt nur für den Gameboy ging oder ob die das jetzt auch für die 3DS-Version mit übernommen haben. Es könnte unter Umständen sein, wie bei Missing No hatten wir ja schon das Problem, dass die das jetzt rausgenommen haben, dass die den Glitch, den Bug einfach mit rausgenommen haben, aber ich glaube, das haben sie drin gelassen, die haben ziemlich viel drin gelassen, der Mio-Glitch war auch noch drin, also ja, Sunnytown war auch noch mit drin, also ich glaube, das haben sie eigentlich fast übernommen und geportet. So, jetzt unsere Aufgabe, ganz einfach, wir müssen, naja, so ganz einfach ist ja nicht, aber als erstes müssen wir hier runter zur Mutter hin und an ihr vorbei und dann müssen wir hier zu dieser Tischkante hingehen. Dann müssen wir hier so schnell wie möglich speichern. Jetzt kommt die schwierige Aufgabe dran. Jetzt müssen wir speichern und während wir hier auf Speichern drücken, drücken wir auf den Ja-Knopf und müssen gleichzeitig das Gerät ausschalten. Also noch bevor die nächste Textbox kommt, muss der 3DS ausgeschaltet sein, beziehungsweise Gameboy damals. Wenn das klappt, dann ja, ich versuch's mal und das war eigentlich ziemlich perfekt. Und wenn es als Spitze gelaufen hat, wenn es richtig geht, dann müssten wir jetzt nee. Okay, wir können noch weiter. Ja, wir können noch weiter spielen. Da befürchte ich das mal, dass das hier nicht geht. Dass sie das Blatt rausgenommen haben. Das wäre blöd. Noch bevor das Speichern kommt, da steht dann Speichern.
als nächste Textbox, noch bevor diese Textbox erscheint, muss der Gameboy, also beziehungsweise der 3DS ausgeschaltet sein. Eigentlich ja. Habe ich zumindest so in Erinnerung. So waren die Regeln. Da muss ich nochmal kurz nachgucken, muss ich mich nochmal schlau machen. So, tatsächlich müsste dann, wenn es geklappt hat, müsste man jetzt hier, das kann man jetzt noch, weil man noch keine Pokémon hat, kann man jetzt das Pokémon-Menü noch nicht öffnen. Wenn es idealerweise geklappt hat, also wenn es komplett geklappt hat, kann man dann hier das Pokémon-Menü öffnen, obwohl man noch keine Pokémon hat. Und dann geht's weiter mit dem Glitch. Ja, ich versuche gerade nochmal. Ich wage noch einen Versuch. Ich versuche es noch ein paar Mal. Aber dann schneide ich die Versuche mit rein, die geklappt haben. Ich versuche jetzt für die Kamera noch einmal. So, jetzt muss das Spiel nochmal löschen. Oben Select und B. Also oben Select und B. Alle Spielstände löschen. Na? Kommst du? Oben Select und B. Alle Spielstände löschen. Jo. Und dann können wir von vorne anfangen. Und dann müssen wir genau an dieser Stelle einmal den Speichern unterbrechen. Den Speichervorgang abbrechen. Dadurch wirkt zumindest in der Originalversion von Pokémon Gelb der Glitch aktiviert. Im Idealfall landen wir dann im Pokémon-Menü und dann können wir da ein Pokémon auswählen. Das zweite von oben müssen wir dann nehmen und das dann mit dem untersten Pokémon, mit dem achten Pokémon, was es gar nicht gibt, austauschen. Sieht echt ganz verrückt aus. Ich hoffe, ich kann es euch jetzt hier präsentieren. Ansonsten muss da mal wieder was zurechtschustern. Muss vielleicht mal wieder ausnahmsweise auf ein Video eines anderen YouTubers zurückgreifen und macht da so ein bisschen Kommentar-Dings draus. Ash. Das ist ganz wichtig, der muss Ash heißen, wenn ich mich richtig daran erinnere. Und der muss blau heißen. Das sind die vorgefertigten Namen, die müssen so sein, damit der Glitch funktionieren kann. Ich fürchte jetzt, dass das auf dem 3DS nicht funktioniert. Dass das nicht hinhaut. Und bevor wir hier das Handtuch schmeißen, versuchen wir es noch ein paar Mal. Nicht zu voreilig aufgeben. So, hier am Stuhlbein, am Tischbein. Einmal speichern, da muss man ganz schnell sein. Möchte das Spiel speichern? Ja! Unter Umständen habe ich dann halt den falschen Zeitpunkt erfasst. Man muss halt genau in dieser Millisekunde zwischenspeichern, bevor die Box kommt. Und das sah eigentlich schon ganz in Ordnung aus, bevor das Spiel weitergeht. Jetzt müsste man, wenn man auf Weiter klickt, im Idealfall kommen jetzt hier ins Menü gehen und die Pokémon-Box öffnen. Kann ich tatsächlich nicht. Items kann ich öffnen. Okay, ich versuche es noch offscreen ein bisschen. Wenn nicht, dann ja. Versuchen wir es mal auf einen anderen Weg. Oh! Da sagt er mir jetzt, meine Speicherdaten sind defekt. Ja, okay, das ist eine Möglichkeit, die passieren kann, dass man da die Speicherdaten defekt hat. Okay, das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass es möglich ist, also dass da ein Glitch vorhanden ist. Es heißt nämlich in der Anleitung, dass dort, also in dem Video, was ich gesehen habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das von einem anderen YouTuber angeguckt. Eine Möglichkeit, die sein kann, ist, dass er dir sagt, dein Spielstand ist kaputt und du einfach einen neuen Spielstand hast, einfach von vorne starten musst. Die andere Option ist halt, dass du
wie gerade schon gesehen, ihr habt eigentlich schon die beiden ersten Optionen gesehen, also jetzt habt ihr das gesehen, dass er mir sagt, der Spielstand ist kaputt und ich nochmal von vorne anfangen muss. Die zweite Version ist, dass er halt nichts macht und dass man halt wieder am Spiel landet und das Pokémon-Menü nicht öffnen kann. Die dritte Version ist dann halt die Glitch-Version, dass man in der Pokémon-Box landet und das dann öffnen kann. Das scheint so, als wäre das da noch drin. Das scheint, dass zumindest diese Fehlerfunktion, diese Fehlermeldung, die ist ein Indizbeweis dafür, dass es tatsächlich funktionieren könnte. Gucken wir mal. Mein 3DS ist jetzt schon fast alle. Schauen wir mal. Ich habe auch jetzt ein bisschen früher abgespeichert beim letzten Mal. Vielleicht muss ich einfach nur bei einem späteren Zeitpunkt abspeichern. Schauen wir mal. Vielleicht kriege ich es ja tatsächlich noch hin, wenn ich ganz geschickt bin. So hier an der Tischkante. Speichern, wenn ich ganz schnell bin. Na, das war zu früh, wenn ich auch den Akku von dem 3DS runter. Macht eigentlich auch den Akku kaputt, also sollten wir es nicht zu häufig versuchen. Das ist, ja, das sollte man eigentlich mit der Konsole eher seltenst versuchen. Gucken wir jetzt mal. Kann ich tatsächlich nicht öffnen. Ja, dann. Aber wirklich möglich zu sein. Also. Der Spielstand ist beschädigt, diese Meldung. Die kommt nicht umsonst. Nein, tatsächlich nicht. Hat noch nicht geklappt. Ja. Muss noch einmal aufscreen und wenn es dann nicht klappt, dann. Ja. Dann muss ich jetzt dran glauben, dass das hier nicht mit dem 3DS funktioniert. Dann zeige ich euch das einfach mal mit Hilfe eines Videoausschnittes von einem anderen YouTuber. Wird natürlich alles verlinkt und wird alles übersprochen, also ich klaue da nichts. Wird alles ordentlich verlinkt und ich nehme nicht den Audio aus seinem Video, ich nehme eins. Macht da was Neues draus. Ich hoffe, da gibt es keinen Ärger. So, hier nochmal löschen und dann versuchen wir es nochmal. Und nein. Ja, ich fürchte einfach, das haben sie jetzt in der. So gern ich es hätte. Ich befürchte, das haben sie jetzt für die 3DS Remake-Version. Für den 3DS-Port einfach rausgenommen. Um es halt einfach, ja, um halt diesen Bug einfach zu beheben. Ja, da gehe ich mal. So, Sie sehen nun ein ideales Beispiel, was passieren müsste, wenn es super funktioniert. Der idealste Fall, ich einmal im Domtendo von Pokémon Game Edition Let's Play Pokémon Game Parts 43 Minuten und 00 Stunden Nogumisale Glitch Ende von Domtendo. Ja, da das Pokémon Menü kann man noch nicht öffnen, oder? Kriegt auch noch nicht geöffnet. Ja, das sichern, möchte das Spiel sichern, so geht das dann nochmal beenden und dann kann man das Menü öffnen und dann muss man das zweite von oben, das dort, das zweite tauschen, das letzte unter der Box, unter der, mit welchem man das tauschen. So, und dann verpackt sich das Ganze schon, dann tauschen wir das untere mit den zweiten, die gar nicht existieren eigentlich. Ganz verwirrend hier. Dann glitscht sich das schon. Und dann kann man hier auch schon das Menü nicht mehr öffnen und das alles hier schon herumpacken. Ist man hier in dem Speichermenü, kann man nicht mehr speichern und schon ist der ganze Bildschirm verglitscht. Das geht nicht mehr. Und dann muss man hier das Item kombinieren mit einem anderen. Da muss man irgendwie
auch wieder was tauschen, da tauscht man das zweite Item und nimmt dem letzten aus. Da bin ich mir gar nicht so sicher, aber ihr seht's ja. Dann kann man. Die Items hat man gar nicht am Anfang des Spiels, aber die kann man aber jetzt hier schon mal wegschmeißen. Dann doch schon. Ja, schmeißen wir mal 64, 65, 68. Willst du das wegwerfen? 9999, Gary. Willst du Gary wegschmeißen? Ja, und dann raus aus der Tür und tatsächlich ist man in der Ruhmeshalle. Und Ash ist ein Willkommen. Herzlichen Glückwunsch, Ash. Das hier ist die Pokémon Ruhmeshalle. Ja, und dann von 0 Stunden einfach mal in die Champion-Halle. Ich bin der Champion der Pokémon Liga. Ich musste damit nicht mal durch die Top 4 durch. Ich musste nicht mal die Trainer besiegen. Ash, du hast hart gekämpft und die Herausforderung der Pokémon Liga bestanden. Wir genießen unseren Ruhm von 0 Stunden. Ruhmeshalle. Und dann werden die Pokémon eingetragen. Ash, Spielzeit 001. Eine Minute hat es dann schon gebraucht, um in die Ruhmeshalle zu kommen. Und dann wird da alles wieder abgewitscht und. Ohne mit der Mutter zu reden, hier mal raus. Ich würde einfach jetzt mal zu dem Fazit dieses Projektes kommen. Einfach mal sagen, während ich jetzt hier noch so ein bisschen mir die Gegend angucke und so mit den Leuten rede, stumm und das nicht vorlese, einfach so ein bisschen im Hintergrund spiele. Mal so mein Fazit zu Pokémon, die gelbe Edition zum Let's Play Pokémon Gelb. Machen. Und wir können durch so Gras. Achso, ja. Die Stelle war das. Da kommt der Eich. Ja, ist ja jetzt der letzte Part, der offiziell letzte Part von Pokémon Game Edition mit dem Zwergenfürst. Ja, die erste Generation. Mein Fazit zur ersten Pokémon Generation bzw. der Special Edition. Special Edition zur ersten Generation. Es gab ja Pokémon Blau und Rot, wenn ich mich nicht komplett irre, bei der ersten Generation und dann als Spezialedition dazu dann noch die Pokémon Gelbe Edition. Ich habe für euch die Pokémon Gelbe Edition Remake oder Port oder Remaster, keine Ahnung wie das hier läuft. Also einige scheint weitestgehend ein Port zu sein, einige Glitches sind noch drauf. Der Missing No Glitch war nicht drauf, das haben wir gesehen, da war auch schon, habe ich auch schon einen Ausschnitt gezeigt vom Let's Play Markus. Jetzt habe ich ja den lieben Dommi mal, den Dominik Domtendo mal kommentiert im Hintergrund. Ja, aber einige Glitch waren es noch mit dabei. Ja, Pokémon Gelbe Edition. Da muss ich einfach sagen, ich habe, obwohl ich mit dieser Zeit gar nicht aufgewachsen bin, also ich bin gar kein Pokémon Gelbe Edition, Pokémon erste Generation Spieler, also ich bin eigentlich gar nicht die Generation, die das damals gespielt hat. Ich bin mit Pokémon Diamant und Pearl aufgewachsen. Naja, ich hätte auch schon frühere Generationen miterleben können, aber habe ich nicht, da das dann halt, ich bin erst später zur Technik von Konsolen und so gekommen. Meine Kindheit bestand aus anderem als Konsolenspielen. Ja, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Meine erste Generation war die vierte Generation und ja, trotzdem, obwohl ich jetzt nicht so der erste Generation Typ bin, habe ich trotzdem bei dem Ganzen so ein paar nostalgische Momente. Deshalb, ja. Muss ich schon sagen, ja. Es ist seltsam bei mir. Nostalgische Momente bei solchen alten Spielen, obwohl das
gar nicht der Fall ist. Ich finde es einfach, also abhängig, ob das jetzt nostalgische, unabhängig jetzt davon, ob das nostalgische Momente sind, ist auf jeden Fall genial, mal die Anfänge von Pokémon zu sehen und mal zu sehen, wie war das alles noch vor Pokémon 4. Generation, Pokémon 5. Generation, Pokémon Y in der 6. Generation. Und ja, woraus ist das alles entstanden? Das ist ja quasi, naja, Pokémon Rot und Blau wäre jetzt noch ein bisschen anders und besser gewesen. Ich habe mich jetzt für gelbe Edition entschieden. Gerade für alle, die jetzt mein Pokémon Let's Go Evoli Let's Play verfolgen, die können es nochmal speziell sehen. Das ist ja quasi das Remake zu diesem Spiel hier. Also wirklich zu genau diesem Spiel. Das war auch gerade auf meinem Kanal sehr interessant. Ist gerade eine sehr interessante Zeit auf meinem Kanal, weil ich Pokémon Let's Go Evoli parallel spiele zu Pokémon Gelbe Edition. Ja. Und dann, ja. Ich kann eigentlich nicht viel Kritisches dazu sagen. Ich kann nur sagen, es ist ein großartiges Spiel, was die Pokémon-Saga begründet hat und was die Wege bereitet hat für neue Generationen, für jetzt demnächst die 8. Generation. 7., 8. Generation kennen wir schon. Ja, und dann muss man eigentlich fast eine 100% Wertung geben. Ja, vielleicht ist es an manchen Stellen noch ein bisschen eckig und kantig und hat auch nicht ganz die Hitten, die es jetzt in neueren Pokémon-Spielen hat, aber ja, wer hat das ernsthaft erwartet? Wer hat das ernsthaft gefordert von der ersten Generation, von einem Spiel der Pokémon ersten Generation? Ja, natürlich sind die ersten Ableger, die ersten Spiele einer ganzen Spieleserie immer, ja, das Spiel ist glaube ich von 1900, schlag mich tot, ich glaube 96, 97, 1996, 97 auf den Markt gekommen, das ist jetzt über 20 Jahre alt, das Spiel. Das ist schon, ja, da ist also, da kann man sich glaube ich nicht beklagen, dass da in manchen Punkten noch Ecken und Kanten vorhanden sind. Ja, komme ich mal zum Punkt und sage, ja, die Wertung will ich mich nicht darauf festlegen. Das nehmt ihr einfach mal aus meiner Let's Playliste. Ich glaube, ich werde dem irgendwas. Ich werde ihm nicht ganz 100 Punkte geben, das ist nicht ganz, ja, das ist ein bisschen verschönert, aber irgendwas 95 oder so, irgendwas in dem Dreh wird sein. Fast 100. 100 muss dann wirklich das perfekte Spiel sein, also wenn ich einem Game 100 Punkte gebe, dann muss das wirklich, also dann muss das wirklich ohnegleichen sein. Ja, also ich muss dann sagen, also ich sag damit, super Spiel, ich habe nichts zu bemängeln, also ich bin, ja, bin damit wirklich zufrieden und dann beende ich diesen Part an dieser Stelle und würde sagen, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben, dieser letzte Part von Pokémon Let's Go Evoli, Quatsch, ich bin schon im anderen, ich bin ja schon geistig im anderen Let's Play. Ich nehme tatsächlich danach jetzt, ich will jetzt im Anschluss dieses Parts, wenn ich das aufnehme, einen weiteren Part von Pokémon Let's Go Evoli aufnehmen. Deshalb bin ich schon gedanklich auf der anderen Seite. Ja, sorry. Däumchen nach oben, sollte euch dieser letzte Part von Pokémon Gelbe Edition mit dem Zwangfest gefallen haben. Wir haben es jetzt nicht ganz geschafft. Wir haben leider die Top 4 nicht zu Ende gekriegt, den Champ nicht besiegt. Aber ja, wir haben es bis zur Top 4, bis zur Pokémon-Liga geschafft.
es ist ein Abschluss. Es ist ein Ende und ja. Danach kommt nicht mehr sonderlich viel nach der Top 4. Also haben wir doch ein weitestgehend komplettes Bild von dem Let's Play. Ein Bild von dem Spiel natürlich auch von dem Let's Play. Und dann sage ich, ja, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja nicht den nächsten Part von einem nächsten Let's Play verpassen wollt. Pokémon Let's Go Evoli zum Beispiel müsste morgen kommen. Der nächste Part von Pokémon Let's Go Evoli. Könnt ihr gleich mal alle Freunde von Pokémon Gelbe Edition von dem Let's Play hier, könnt ihr gleich mal rübergehen zu Pokémon Let's Go Evoli. Das Remake von 2018 oder 19? Ist das 19? Ich glaube 2018, ja, 2018 war es. 2019 ist Pokémon Schwert und Schild. Das wird uns Ende des Jahres auch noch erwarten, ja? Ja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehe ich hier aus dem Let's Play raus. Froh, dass ich es endlich beendet habe. War zum Ende hin ein bisschen schwer mit dem Rivalenkampf und so weiter. Und ein bisschen traurig, dass die Ära Pokémon Gelb jetzt für den Kanal zu Ende ist. Aber ja, irgendwann, demnächst sogar, sehr bald, kommt eine neue Generation Pokémon. Achte Generation werde ich spielen auf meinem Kanal. Könnt ihr euch darauf freuen. Und Pokémon Let's Go Evoli, Pokémon Y läuft noch auf meinem Kanal. Also Pokémon hört jetzt nicht auf. Ja, dann habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich auf der anderen Seite wieder. Pokémon Let's Go Evoli oder Pokémon Y oder Pokémon Schwert. Ja, Schwert werde ich wahrscheinlich spielen. Dann ab Ende des Jahres. Ja, man sieht sich auf jeden Fall. Bis dann, haut da rein und ciao, ciao.